Hi, meine lieben Freunde, herzlich willkommen wieder zurück hier bei mir an die Game und Rome. Ich grüße euch. Hi. Ja, weiter geht's zu Glitchpunk. Wir haben den nächsten Auftrag, der ein wenig Kohle bringt und sogar noch ein Modul, was hier witzigerweise Hirnfurz heißt. Also man merkt schon, dass hier die Entwickler im Spiel ordentlich Humor an den Tag legen. Ja, wir werden den Auftrag mal ansehen und mal gucken, was hier auf uns zukommt. Solltest du neu bei mir sein, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und ein Däumchen nach oben, wenn dir hier meine Berichterstattung gefällt, mein Let's Play, Gameplay, whatever. Ne, das wäre natürlich immer nice. Ja, ich teste die neuesten Spiele querbeet durch, ne, bekommen die immer regelmäßig zugeschickt. So, und dann machen wir mal weiter. So, Drogen sind böse. Okay. Da gehe uns niemand wieder. Diesmal lasse ich es dir durchgehen, aber du findest dich auf dünnem Eis. Ich habe doch gar nichts gemacht. Kurz nachdem Dutzende unserer Leute wegen dir entweder ermordet oder ins Gefängnis gesteckt wurden, haben die Raider auf der Hauptinsel eine Drogenübergabe im großen Stil gestartet. Die Polizei kümmert das wie üblich nicht im geringsten. Ich hatte überlegt, dir die Mission ein paar Unterstützungstruppen zu überlassen, aber aufgrund jüngster Ereignisse habe ich meine Meinung geändert. Du solltest dich allerdings besser bewaffnen. Ein Depot der Gun Gods wurde kürzlich aufgestockt. Normalerweise sind die extrem gut bewacht, aber aus irgendeinem Grund leiden gerade heute alle ihre Sicherheitsleute unter Lebensmittelvergiftung eigenartig. Ja, haben sie die erstmal vergiftet, dass ich die ganz klauen kann. Pass mal auf. Geh hin und schnapp dir die beste Waffe, die sie haben. Ich will nicht noch einmal enttäuscht werden. So, und gucken wir mal. Oh, die hat uns aber auf den Kicker, die gute, ne? So, gucken wir mal. Wie war, wo wir da am besten hinkommen? Knapp einen halben Kilometer haben wir zum Ziel. Die Mucke. Machen wir mal was anderes an. Okay, ist auch nur gequatscht. Ah, warte mal, ich wechsle aber das Fahrzeug. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das Gang-Fahrzeug irgendwie nachteilig sein könnte. Und ich würde mir auch gerne ein Modul holen, wenn wir eh schon hier in der Ecke sind. Gucken wir mal ganz kurz. Wir müssten doch sowieso... Ja, ja, alles klar, dann kann ich mir auch gleich ein Modul holen. Also quasi wieder so ein Modul, damit, wenn Polizei nach mir fahndet, ich die einfach wegseppen kann. Das ist echt eins meiner Lieblingsmodule, jetzt schon am Anfang des Spiels geworden. Sollte man auf jeden Fall immer mal im Inventar dabei haben. Und ich besorge mir das auf jeden Fall jetzt vorher nochmal. So, dann können wir mal schnell oben anhalten, weil wir müssten hier sowieso lang, also... Ist das nicht ganz so ein krasser Umweg? So hat man nämlich nicht die Cops am Arsch. Und in haufenweise Aufträge haben wir natürlich das Problem, dass wir hier einen riesen Shitstorm bei der Polizei auslösen und die uns dann so richtig nerven wollen. So, was muss ich jetzt machen? Stiehl die Minigun. Wo ist hier eine Minigun? Da müssen wir hoch, oder was? Wie kommt man da hoch? Ups. Oh, ich muss da jetzt nicht wirklich rein, oder? Ups. Ja, scheiße, Alter. Jetzt habe ich die schon an der Backe, ey. Ihr seid alle ein bisschen pisst auf mich, ne? Ja, wenn du mir jetzt vor die Karre rennst, kann ich dafür nichts, ey, du komische Trine, du. Okay, da geht's nicht rum. Das ist ein Taschendieb, der hier rumrennt und irgendwelche Leute klauen will. Wie kommen wir denn da rein? Erstmal wieder schön die Laterne umgesäbelt. Alter, ey, müsst ihr mir immer vor die Karre lernen. Ich will die jetzt nicht alle killen, sonst verkacke ich das immer weiter bei den Trupps hier von denen. Okay, ich denke mal, das Beste ist, wenn ich jetzt einfach mal aussteige. Und das selber mal hier abchecke. Nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen.
Wenn wir jetzt nirgendwo reinkommen. Okay, wir kommen irgendwie von da oben lang. Schauen wir aber nochmal das ganze Gebäude an. Wenn ich doch vielleicht irgendwo reinkomme. Ich will die Minigun haben. Gib mir jetzt die Minigun. Ne, kommen wir nirgendwo rein. Okay. Ja, rennen wir hinterher. Ich verfolge jetzt mal den Weg hier oben. Wie wir hier irgendwie hochkommen. Ah, okay, alles klar. Hier gibt es einen Aufzug. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Oder gehabt hier im Game. Ich wette, wenn ich jetzt klaure, geht es hier richtig ab. Aber ist nicht dein Ernst, oder? So. Wo ist denn hier eine Minigun? Habe ich die? Still die Minigun. Und jetzt, wo ist die? Seht ihr hier eine Minigun? Kann ich auch eine Waffe wieder wegschmeißen? Das muss ich mir mal angucken. Vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Waffenslot frei habe. Allgemein, Waffe verwenden, Waffe fallen lassen. Hat irgendwie gar nichts gebracht. Außer dass jetzt hier Alarm war. Aber ist der Alarm jetzt angegangen wegen ihm da? Wir gehen mal zurück. Kann ich den Auftrag neu starten? Ne, kann ich nicht. Ist jetzt auch nicht mehr als rot angezeigt, ne? Also wir haben jetzt auch richtig den... Das ist ja komisch. Rennt er noch hinter mir her? Ne. Können wir hier irgendwie einen Auftrag neu starten? Das ist jetzt oben. Ah, hier Auftrag aufgeben. Ja. Okay, dann können wir jetzt R drücken, nämlich. Weil da ist jetzt irgendwas schief gegangen. Was kann ich euch nicht sagen? Ah, nicht schießen. Was kann ich euch jetzt auch nicht so beantworten, ehrlich gesagt. So, in welcher Ecke? Das, achso, wir sind ja ganz hier hinten. So, jetzt werden wir noch eine Karre schön. Ja, so sieht man gleich, okay, irgendwie was falsch gemacht, ne? Und dann hat das Spiel das anscheinend auch nicht gepeilt, dass ich da jetzt irgendwie einen Fehler gemacht habe und schwuppsiwupps. Oh, danke schön. Ich mach Radio aus, nervt jetzt eh nur. ...119 kann die Karre fahren. Ist ja nicht so dolle, ne? Holen wir aber auf jeden Fall noch ein Modul. Wieder so ein... ...Anti-Fahndungsmodul, sag ich jetzt, nenne ich es jetzt einfach mal. Kann er nicht mal übers Auto springen. Alter! Haust du ab. Alter, fahr mich jetzt nicht um hier. Ey, kannst du mal meine Karre in Ruhe lassen? Ja, ist klar. Ist klar, weil die mich rammen, oder was? Oh, jetzt muss ich die jetzt wieder loswerden. Immer noch unter mir. Ups. Über irgendeine hintere Gasse erstmal eine Verfolgungsjagd gestartet.
Okay, die sind da hängen geblieben. Ich glaube, die sind abgestürzt. Ist vielleicht hier gar nicht der verkehrte Punkt, mal kurz zu warten, bis die Cops weg sind. Bei der anderen Gang, ey, die ist richtig sauer auf mich. Das wird richtig Geld kosten, dass wir die wieder loswerden. So, wir warten ganz kurz, dass die Polizei sich hier beruhigt. Gibt's denn hier nur so? Einfach nur ein Parkdeck oder was? Dann gibt's da noch was zu kaufen. Ich will mir mal ganz kurz mal angucken, was schon hier ist. Hier ist doch irgendwo ein Shop abgebildet. Hier unten, ach, da gibt es irgendwelche Medikamente, alles klar. Wahrscheinlich, um den Fokus wieder zu erhöhen, weil wenn wir hier unsere Hackmodule, unsere Hacking-Sachen so verwenden, ne, dann verbrauchen wir halt immer auch richtig Fokus, ja. Den müssen wir halt auch wieder auffüllen. So, okay, Cops sind, haben sich beruhigt. Fahren wir jetzt da nochmal hin und schauen uns das nochmal an. Wir wissen jetzt, wie wir da hochkommen, und zwar hier über den... Ach, da oben läuft sogar ein Gangmitglied. Was will denn das da? Ich schmeiße aber vorab schon mal die Knarre weg. Die Minigun. Hier ist nichts mit Minigun. Ach, warte mal. Alles klar. Hätte ich ja vorhin auch schon mal auf die Idee kommen können, oder? Okay, da haben wir die Minigun. So, die wollen wir. 250 Schuss haben wir davon. Aber ganz gut zu wissen, dass man hier richtig gut Ausrüstung kriegt, ne? So, Karre wie immer weg. Schön, nehmen wir die nächste. Eliminiere das Ziel. Sollten wir hinkriegen, ne, Leute? Dann holen wir uns die mal und überraschen die mal schön mit der Minigun. Da wird es ja wahrscheinlich gleich richtig abgehen, ey, wenn wir eine Minigun haben sollen. Da wäre schön, wenn wir irgendwie eine schusssichere Weste haben würden, oder? Wer ist das Ziel? Ist das da die Person? Werden wir gleich rauskriegen. Boah, jetzt müssen wir die alle holen. Wo ist denn am kürzesten da unten? 115 Meter, den holen wir uns jetzt erstmal. Here at Brave New Life Rehab Center, we observe with deep grief and sadness a drastic increase in suicide rates of the divers you operate. And despite knowing this tendency to be true, with such a sizable increase in number of incidents, it stands to reason that there has to be an underlying cause. Okay, sind immer kleine Grüppchen, die wir anscheinend ausschalten müssen. Ja, im Auto mache ich mir da jetzt gar keine Sorgen, ne? Boah, ich stehe ja alle schon richtig umfahrbereit auf der Straße. Besser geht's ja gar nicht. Aber ganz ehrlich, da steige ich mal ganz kurz aus und hole mir die Kohle. Das sind zwar immer bloß ein paar Dollar, aber mein Gott. Jetzt stehen die echt auf der Straße rum. Das war's schon. Na gut, dann kill ich den letzten jetzt auch nicht mehr. Okay, wir haben ein neues Modul, das schauen wir uns auch mal an. So, stellen wir uns mal hier hin. Sie sind nicht wie wir. Sie täuschen, missbrauchen ihre eigene Art und Androiden sowieso. Sie betrachten uns wie... Jetzt habe ich das gar nicht mitgelesen. Erst bist du ihr Schüler, froh eine Aufgabe zu haben und ehrlich, du versiehst, wirst du zum Ziel, weil sie bei aller Nützlichkeit nie vergessen können, dass sie uns hassen. Here at Brave New
Und wenn du dich ihrer Sache verschreibst, bist du bald tot. So arbeiten sie. Aber Brave New Knife wird dem ein Ende bereiten. Vielleicht habe ich zu viel gesagt. Ich denke, das reicht fürs Erste. Pass auf dich auf, Robin. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich meinen Namen hier im Spiel höre. Also den Ingame-Namen. Robin, ey. Wie heißt denn Robin, bitte? Wo ist denn Batman? So, was haben wir denn hier bekommen? Hirnfurz. Wenn sie nicht wissen, wo oben und unten ist, können sie dir nichts anhaben. Bonus-Hack. Hirnfurz. Okay, alles klar. Also damit scheinen wir unseren Feind zu verwirren. Ja, wenn wir da mal einen haben. So, alles klärchen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich fahre mal zum Abspeichern. Wo ist denn hier unser Häusle? Wir sind ganz oben, also einfach Straße runter und dann direkt links. Ja, ist klar, Alter. Aber warte mal, war ein Taschendieb, der könnte echt Kohle gefallen lassen haben. Nee, nix. Da wäre ich gerne nochmal ausgestiegen, das hätte Geld bringen können. Schaut mal, hier oben, Plug, ich brauche einen Freund. Fahren wir nachher auf jeden Fall hin. Aber erstmal möchte ich gerne den Fortschritt abspeichern, läuft nämlich gerade echt gut. So, jetzt müsste hier eigentlich schon gleich unser Point kommen, unser Speicherpunkt. Oh, Rinder, komm. Ich will mal wissen, ist jetzt die Karre hier immer drin? Ne, muss ich. Ja, dann stelle ich die mal lieber rein, sonst ist die nachher weg. So, gehen wir mal speichern. Schön, jetzt haben wir eine Minigun-Follow. Haben die fast kaum einsetzen müssen, ist doch nice. Richtig, richtig cool. So, ja, dann würde ich sagen, war's das erstmal wieder. Wir haben eine richtig coole Aktion hier gestartet. Erstmal eine feindliche Gang platt gemacht, das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das nächste Missionsziel in der nächsten Folge an. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was er hier für einen Freund braucht. Ich werde, glaube ich, mal den Auftrag als nächstes annehmen. Das interessiert mich einfach. Und die Reaper, ja, das sehen wir schon. Also ich denke mal, das R steht für Reaper. Ist ein bisschen blöd gelaufen bei denen, ja, von denen haben wir jetzt echt viele umgebracht, somit ist das Kopfgeld auf uns relativ hoch und um da wieder Aufträge zu machen, müssen wir uns auslösen und ich würde mal mit 2.000, 3.000 schätzen, ja, normalerweise am Anfang ist es ein Tausender, wird wahrscheinlich, wenn der Balken jetzt hier oder der, sag ich mal, die Missgunst von denen, also der Hass von uns jetzt gerade so verstärkt ist, ja, ist ja schon ordentlich hier, dann wird das sicherlich auch ein bisschen mehr Kohle kosten, ne, aber das kann man sich alles anschauen. Erstmal machen wir den Auftrag hier, der Plugs, ne, und, ja, schauen uns mal an, was er da für einen Freund braucht. Da würde ich aber sagen, das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Alles klar, bis dann, ciao.